Seekrauts. Moin moin Seekrauts Freunde, willkommen zurück hier bei Seekrauts, dem Infotainment Portal rund um World of Warships. Willkommen zur Flaschenpost, diesmal an einem Donnerstag und nicht an einem Freitag, da ich am Freitag bei unserem Clan-Treffen dabei bin und auch Samstag da sein werde, dazu aber später nochmal eine Info. Wir wollen ganz kurz das nachholen, was ich bei der letzten Flaschenpost vergessen habe. Entschuldigung dafür, auch nur ein Mensch, ich habe es tatsächlich überlesen und damit ein bisschen übersprungen. Und zwar das Überwachungsradar und die Änderungen, die da getestet wurden. Ich habe es mir jetzt extra im Text markiert, dass ich es nicht vergesse, da drüber mit euch zu sprechen. Also gleich als erstes Thema. Also, es gab da eine Probeversion, und zwar die Version, dass das Radar, wenn Zerstörer quasi hinter Inseln sind, also das Radar nicht durch Inseln geht, ne? Ganz einfach. Wenn die sich irgendwie verstecken können hinter einer Insel, dann sind die nicht zu entdecken, obwohl ihr Radar benutzt. Das hat aber zu unbeliebten Situationen geführt oder zu Situationen, die das Matchmaking noch schwieriger machen, weil Kreuzer damit aus Verstecken und aus Deckung rausfahren mussten und dann schnell Opfer von Schlachtschiffen wurden. Und diese ganzen Geschichten war einfach dann nicht komfortabel genug, weil es einfach ein paar DDs im Spiel gibt und diese Radarschiffe in Anführungsstrichen dann immer ganz, ganz schnell rausgingen. Noch schneller als jetzt schon, weil die Radarschiffe werden ja heute schon immer ganz gerne gefokust. Oder die DDs bitten bei euch darum, wenn ihr Schlachtschiff wart, dass ihr die bitte mit fokussen sollt, damit der DD dann ein bisschen mehr machen kann, wofür er da ist. Aufdecken und gegebenenfalls mal ein paar Torps in Richtung Gegner schicken. Also wie gesagt, der Test wurde jetzt erstmal verworfen, es wird an weiteren Mechaniken rumprobiert und rumgetestet und es wird erstmal alles so bleiben, wie es ist. Es ist ja auch nur etwas, was im Supertest war und jetzt, wie gesagt, überarbeitet. Nächster Punkt ist die Clan-War-Saison. Ihr habt ja mitbekommen bei uns in der Flaschenpost, wir hatten darüber berichtet, dass World of Warships jetzt etwas getestet hat, und zwar diese regionsübergreifenden Matchmaking-Geschichten. Also wenn ihr auf dem EU-Server seid, konntet ihr euch eine Primetime eines anderen Servers aussuchen und dann zum Beispiel auf dem russischen oder amerikanischen Server, wenn ihr jeweils die Primetime ausgewählt habt, spielen. Es gab da diverse Probleme, ihr hattet mitbekommen, die Server gingen mal, dann gingen sie wieder nicht, dann gingen sie wieder nicht und so weiter und so weiter. Keiner hat da mehr so richtig durchgesehen, gibt relativ intensive Foren-Auseinandersetzungen da hinter diesem Thread hier. Und am Ende hat man sich jetzt dafür entschieden, Leute, die an dem Test teilgenommen haben, anders zu entlohnen. Vorher hieß es ja, ihr müsstet 5 Gefechte auf eurem eigenen Server und 5 Gefechte auf einem anderen, also fremden Server gemacht haben. Also wenn ihr bei EU seid mit eurem Clan, dass ihr dann eben bei Asia oder eben North America und so weiter gespielt habt. Wenn das 5 Leute oder wenn ihr 5 Gefechte gemacht habt als Spieler, dann bekommt ihr 500 Stahl und 15.000 Kohle. Das hört sich jetzt im ersten Moment richtig cool an. Ich war auch im ersten Moment so gehypt oder, nein, nicht gehypt, aber positiv überrascht. Aber, wenn man sich das mal so überlegt, es gab eine Menge Probleme. Und es gab wirklich, also uns hat selber 2-3 Mal erwischt, dass wir testen wollten und das nicht konnten. Und bei uns gibt es auch Spieler, die zum Beispiel nur die 5 Gefechte des EU-Servers erfüllt haben und nicht die des Asis- oder North America-Servers. Und das finde ich schon schade, weil wir haben uns wirklich bemüht, wir haben es versucht, diese Regeln einzuhalten mit 5 auf dem eigenen Server und 5 auf dem fremden Server. An dem einen besagten Abend haben wir uns für den eigenen Server entschieden und wollten dann an dem nächsten Tag auf den fremden Server gehen. Hat leider an dem nächsten Tag nicht geklappt und die nächsten hatten dann keine Zeit mehr. Darum ist es jetzt ein bisschen bescheiden, weil diejenigen, die sich am Dienstag bemüht haben, diese Sache zu testen und schon mal die 5 auf dem eigenen Server gespielt haben, bekommen jetzt keine Belohnung. So wie ich das hier lese, bekommen nur die Belohnung, die auch auf dem fremden Server mitgespielt haben. Also die quasi dann irgendwann später die Chance hatten und gerade mal Zeit hatten. Und das war auch so von vornherein gar nicht kommuniziert. Ja, ist erst jetzt mit der Zeit hier entstanden, die Nachricht. Bin ich ein bisschen unglücklich. Meiner Meinung nach sollten alle, die in dem Zeitpunkt Clangefechte gespielt haben, belohnt werden. Entweder alle gleich oder man macht eben eine Abstufung, dass die Winners auf dem EU-Server gespielt haben, wo sie wissen, dass das nur eine Testsaison war, ein bisschen was der Belohnung erhalten. Also das obliegt jetzt Wargaming. Müssen die sich entscheiden. Ich hoffe, dass sie vielleicht nochmal überdenken und vielleicht zumindest die Leute, die sich bemüht haben, belohnen. Weil es werden ja jetzt auch nicht tausende von Leuten sein, die versucht haben, auf
clanfremden Servern zu spielen. Das werden ja wahrscheinlich nicht. Ja, es werden wahrscheinlich nur wenige gewesen sein, gerade auch, weil es in der Woche war. Gut, das ist das, was wir dazu sagen können. Wir müssen warten, was passiert. Auf jeden Fall bekommen alle, die auf fremden Servern gespielt haben, 500 Stahl und 15.000 Kohle gutgeschrieben demnächst. Wann genau, konnte ich jetzt hier auch noch nicht erlesen, beziehungsweise steht auch noch nicht im Forum oder ich habe es nicht gesehen. Nächster Punkt ist, wir haben über die West Virginia berichtet. Ich lasse hier mal den Film im Hintergrund laufen. Und ja, es gibt jetzt ein Video dazu, das gab es jetzt auf der Wargaming-Seite. Die West Virginia wird bald erscheinen. Sie sagen natürlich kein Datum, aber sie haben hier so ein tolles Entertaining-Video gemacht für West Virginia. Vielleicht habt ihr Bock drauf, weiß ich nicht. Wir werden darüber berichten, sobald sie natürlich im Store ist. Und dann kennt ihr auch unsere Seite bei Facebook. Da berichten wir ständig über alle News relativ zeitnah. Da ist am Ende eine Colorado auf T6, also ein T7-Schiff auf T6. Es wird ein besonderer Commander geben offensichtlich und ein besonderes Abzeichen. Ja, ich bin gespannt, ob und wann diese Sache eben ins Spiel kommt. Wie gesagt, keine Werbung, das ist rein informativ. Ich will die Flaschenpost einfach mal so ein bisschen anders machen, ein bisschen bewegter. Ja, deswegen habe ich mir gedacht, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das schon zu viel findet für Nachrichten oder ob ihr das genau richtig findet. Und ja, dann werde ich das natürlich in den nächsten Flaschenpost dementsprechend einbauen oder eben halt nicht mehr einbauen. Ja? Je nachdem, wie euer Feedback ist. Ihr habt hier die Möglichkeit, wieder konkret unsere Videoerstellung zu beeinflussen, indem ihr sagt, ihr möchtet so eine Videos in einer Flaschenpost sehen oder das ist euch zu viel, das ist schon Werbung für euch oder euch kommt es wie Werbung vor. Das soll es bitte nicht sein, bitte versteht mich nicht. So. Nächster Punkt ist ein WoWS-Code und zwar Steam One Year. Ja, haben wir bei uns auch auf die Facebook-Seite gesetzt. Hier, C-Crowds, bei Facebook einfach eintippen, findet ihr unsere Seite. Bekommt ihr immer alle Infos noch ein bisschen früher als hier bei der Flaschenpost. Oder einfach auf unseren Discord joinen, steht alles unten in der Beschreibung. Da kriegt ihr die News auch noch einen Ticken früher als bei Facebook. Also da seid ihr dann ganz nah an der Quelle. Nein, also Steam One Year einfach eintippen. Ihr kennt das ja, hier oben anmelden, dann könnt ihr hier Wargaming-Code aktivieren klicken, also steht dann in dem Menü, da gebt ihr den Code ein, fertig ist der Lack. Wir wären nicht C-Crowds, wenn wir nicht für euch was vorbereitet haben, und zwar hier den Steam-Container, so sieht er aus, wenn ihr den Code aktiviert habt. Öffnen wir ihn mal, dann seht ihr auch direkt, was drin sein kann, oder drin sein wird. Es gibt hier eine Steam-Tarnung mit den Eigenschaften Erkennbarkeit zu Wasser minus 3, Räume der Granaten plus 4, EP je Gefecht 75%, Kapitän 75% und freie EP. Ein schönes Paket, 5 Tarnung, tolle Sache. Kapitäns-EP gibt es 5 Flaggen, 5 Signale hier, Zulu Hotel 50% obendrauf und dann gibt es noch Julia Charlie, also die Detonation ausschalten. Ich möchte euch jetzt ganz kurz noch die Tarnung zeigen auf dem Schiff, damit ihr auch wisst, wie die aussieht, weil ich persönlich ehrlich, ganz offen gesagt, kannte ich die Tarnung selber noch nicht. Wo ist sie denn jetzt? Da ist sie. So sieht die Tarnung aus. Ja. Okay. Nice to know. Jetzt seid ihr informiert. So. Einmal, zweimal und dann sind wir schon beim allernächsten Punkt. Und der nächste Punkt ist die World of Warships Kinotour. Ihr hattet vor ein paar Wochen, hatten wir darüber schon berichtet, ja, mitbekommen, dass World of Warships eine Umfrage gemacht hat, was für Sachen ihr so ihr euch erhofft, was Wargaming gut machen könnte. Also irgendwie so ein Kinofilm, historische Sachen kamen da und so eine Sachen. Jetzt machen sie einen Trip und zwar nach Berlin am 24. November. Um 13.30 Uhr kommt ihr in den Kinosaal rein. Hohenschönhausen im Cinemotion Berlin. Da findet die ganze Sache statt. Der Chrysanthos ist auch dabei und es wird wahrscheinlich dann im Anfang auch noch so eine Fragen- und Antworten-Spielchen geben. Und wenn er Glück habt, dann könnt ihr auch noch ja, mit ihm ein Trinken gehen. Vielleicht findet man noch eine nette Bar zum Ausklingen des Abends. Also, der Einlass und jeweils eine Tüte Popcorn und ein Getränk sind kostenlos. Das heißt, wenn ihr euch hier anmeldet, ihr geht auf den Artikel, findet ihr auch wieder unten in der Beschreibung, klickt auf Anmelden, dann habt ihr die Möglichkeit, daran teilzunehmen. Ihr werdet wahrscheinlich ausgelost, es wird schon eine Menge Leute geben, die daran teilnehmen möchten. Und ihr habt nur die Möglichkeit, bis zum 22. November auf diesen Button zu drücken, denn das ist dann Anmeldeschluss. Ihr bekommt dann ein Ticket zugesandt wahrscheinlich und ihr müsst mindestens 18 Jahre alt sein, um an diesen Event teilnehmen zu können. Also, viel Spaß, wenn ihr darauf Bock habt, aus Berlin kommt oder Umgebung. Nutzt die Chance, Chrysanthos mal persönlich kennenzulernen und euch einen netten, kleinen Film da anzugucken. Historischer Film über die Bismarck ist es übrigens. Ja?
und einige World of Warships-Klassiker. Naja, schauen wir mal, was da rauskommt. Würde mich interessieren, was da gezeigt wurde. Vielleicht berichtet ja mal einer hier auf dem Discord oder bei Facebook kann er uns ja anschreiben. Oder unter dem YouTube-Video hier kann er auch schreiben. Würde mich freuen, wenn ich da mal so ein bisschen Feedback bekomme, was ihr am 24. November dann so erlebt habt. So, und der nächste Punkt ist dann die dritte PTS-Runde. Also der Public Test geht in die dritte Runde. Kommt nicht ganz so oft vor, dass es überhaupt eine dritte Runde gibt. Gibt es vom 14.11. 18.30 Uhr bis 19.11. 16.30 Uhr. Der dritte Test, der wird jetzt durchgeführt, weil man ja in der ersten Runde eine neue Schadensmechanik ausprobiert hatte, wo selbst zerstörte Sektoren, also zerstörte Abteilungen des Schiffes, wie zum Beispiel Flak oder Torpedowülste, oder also Torpedowülste haben sowieso keine Trefferpunkte, also Sekundärbereiche, also eine ganze Sache, wenn man die getroffen hat, wenn die bereits zerstört waren, haben die keinen Schadenspunkt gegeben. Jetzt hatten sie eine Mechanik implementiert, sodass man die, wenn man sie trifft, immer 10% des Damage bekommt, also eine Overpenetration macht, sozusagen. Und ja, das haben sie ausprobiert, wurde dann von der ganzen Community ja, bewertet. Die Bewertung war relativ stark negativ, weil einige Schiffe davon profitiert haben, andere davon sehr stark, also die überwiegende Zahl, einen negativen Effekt hatte, weil sie viel mehr Damage gefressen haben als vorher. Und deswegen wird diese Mechanik eliminiert, also ausgeschaltet, indem man einen Koeffizienten in der Formel umstellt, also den wahrscheinlich dann auf 0 setzt oder so. Und deswegen wird der Schaden dann nicht mehr verteilt. Ja, also die Sache ist jetzt wie folgt, ne? Es wird nur ein Koeffizient geändert und dadurch ändert sich jetzt so ein bisschen oder wird jetzt ein anderes Label gezeigt. Hier schreiben sie, ja, indem der Koeffizient entsprechend geändert wurde. Nun wird bei komplett durchgeschlagenen Treffern, also die sogenannten Overpenetrations, Überpenetrationen, ohne verursachten Schaden, das Band für die Panzerung durchschlagene Treffer ohne Schaden angezeigt. Also es gibt kein Overpen-Band mehr, sondern ein Band, Panzerung durchschlagene Treffer ohne Schaden. Ist das jetzt ein neues Band? Weiß ich jetzt gar nicht genau, wie das nachher wirklich aussieht. Ich glaube, so ein Band gab es vorher nicht. Das war das Splitterzeichen. Ist ein bisschen merkwürdig ausgedrückt auf der World of Warships Seite. Wir werden sehen, wie es nachher kommt. Auf jeden Fall ist die Mechanik deaktiviert worden, indem ein Koeffizient umgebaut wurde. Also, was man jetzt noch sagen kann, ist, das betrifft nur die Granaten, diese Mechanik. Da wurde die Sache wieder ausgeschaltet. Bei Torpedos ist die Sache nicht ausgeschaltet worden. Das heißt, es gab wohl, die Möglichkeit ist mir selber, keine Ahnung, einmal passiert, ihr seht nicht, ich kann mich nicht mehr wirklich bewusst daran erinnern, dass mich ein Torpedo getroffen hat und ich keinen Schaden genommen habe. Also, ja, das Ding bleibt im Spiel integriert. Das heißt, es gab wohl schon Situationen, da wurden Zerstörer von mehreren Torpedos getroffen und das an der gleichen Stelle und ja, dann hat er keinen Schaden mehr bekommen. Er hat nur von dem ersten Torpedo Schaden genommen und danach nicht mehr, weil der Bereich bereits zerstört war. Und diese Sache soll jetzt nicht mehr möglich sein und da wird jetzt weiterhin ein gewisser Prozentsatz an Schaden eben ausgeteilt werden, sodass es eben nicht mehr stattfinden kann, dass du drei Torpedotreffer hast, aber nur der erste Torpedo eben Schaden macht. Gut, das ist dazu, weshalb es die dritte Runde PTS gibt. Ihr könnt wieder jede Menge Sachen für den Live-Server gewinnen, also wenn ihr da einfach teilnehmt, an Gefechten teilnehmt, dann bekommt ihr Signalflaggen und so weiter und so weiter. Hier seht ihr die Bedingungen dafür, teilweise auch Belohnungen von Dublonen sozusagen. Ist auch nicht ganz normal, dass man Dublonen dafür bekommt. Also haben sie nochmal ein bisschen was draufgepackt. Wie ihr an dem PTS teilnehmen könnt, könnt ihr dann euch selber durchlesen. Ich packe den Link für diesen Artikel natürlich wieder unten ins Video rein. Und der dritte Punkt oder der letzte Punkt in dieser Flaschenpost diesmal ist, es wird was Neues eingeführt und zwar mit dem Patch 0711 und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Und zwar war da schon mal im Juni eine Ankündigung, zumindest im Sommer, ich weiß es nicht ganz genau, und zwar, dass ein Sammlerclub eingeführt wird. Sammlerclub, ja, was soll man sich darunter vorstellen? Da geht es darum, ihr könnt es hier schon, wenn ihr der englischen Sprache mächtig seid, sehen, wenn ihr 100 Schiffe im Hafen habt und auf jedem Schiff mindestens ein einziges Gefecht gefahren seid, dann bekommt ihr ein Emblem. Das sieht dann dieses. Dann gibt es die nächste Stufe, 50 Schiffe später, also wenn ihr 150 Schiffe habt und auf jedem Schiff mindestens ein Gefecht gemacht habt, dann gibt es das nächste Emblem
und so weiter und so fort. Also da, ihr seht ja hier, da ist das erste, da ist der zweite, dritte, das wird immer bunter, ihr kennt ja diese Mechanik, umso mehr Schiffe man hat. Also es wird sicherlich mit der Zeit immer mehr Schiffe in World of Warships geben. Ich weiß gar nicht genau, wie es so viel in Summe jetzt total gibt. Ich denke mal jetzt so 170 werden wahrscheinlich im Spiel integriert sein in Summe. Also umso mehr ihr im Hafen habt, desto krasser wird's euch, werdet ihr belohnt quasi mit dem Emblem. Und es gibt dann wohl auch irgendwie Aufnäher, die ihr dann nehmen könnt. Nur diese Embleme. Also von daher ändert der Sache. Dann geht's weiter. Unsere Alpha- und Beta-Tester, das war ich nicht mal, weil da habe ich noch nicht von World of Warships was gehört gehabt. Die quasi einen Grundstein für dieses Spiel hier gelegt haben, dass das überhaupt erstmal gelauncht werden konnte, gestartet werden konnte. Die werden nochmal eine besondere Belohnung bekommen. Da geht es wahrscheinlich auch um Embleme und Patches, die dann da verteilt werden unter den Menschen, da schon damals, als das Spiel 2015 war es, entwickelt wurde oder noch davor, ja, da haben die viel Zeit investiert, damit das Spiel überhaupt auf so eine Beine gestellt werden konnte, dass wir heute darüber berichten können. Vielen Dank an diese Leute und ja, ihr bekommt jetzt mindestens eure gebührende Anerkennung. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Das wird wahrscheinlich dann mit dem nächsten Patch integriert werden. 0711. Das kommt ja dann die nächsten Tage auf dem Live-Server. So, jetzt noch eine Ankündigung in eigener Sache. Wie gesagt, ich hatte es am Anfang schon gesagt. Wir haben Clan-Treffen diese Woche Freitag, also den 16. 10. und 18. Das heißt, ihr werdet die Freitagsflaschenpost von uns nicht bekommen, also nicht in Videoform zumindest. Und der Livestream am Samstag wird abends um 20 Uhr ausfallen. Das heißt, der 17.11. um 20 Uhr findet kein Livestream statt. Voraussichtlich bin ich am Sonntagabend für euch da und online und werde dann Nachrichten zusammenfassen. Vielleicht auch diese erst Montag, je nachdem, wie wichtig die sind. Und ja, ein Livestream, wenn alles passt und nichts dazwischen kommt, wird es Sonntag einen Livestream geben. Genauen Uhrzeiten und so weiter findet ihr bei uns auf der Facebook-Seite. Das werde ich da bekannt geben und natürlich bei uns im Discord. Ich bedanke mich jetzt bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß hier bei der Flaschenpost. Mal ein bisschen ein anderer Stil. Vielleicht gefällt es euch. Schreibt es einfach unten in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Ich überschlage mich hier schon wieder. Und ja, wenn es euch gefällt, was wir hier machen, bitte lasst uns ein Abo da und einen Klick auf die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Das wäre ganz perfekt. Ja, und sonst, wenn ihr darüber hinaus mit uns in Kontakt bleiben wollt, Facebook-Seite oder den Discord kann ich euch nur ans Herz legen. Da kann man sich dann auch mal zum Beispiel mit mir verabreden für ein Gefecht oder für einen Livestream. Und solche Sachen sind da einfach komplikationslos möglich. Also, bis dahin, bis zum nächsten Video. Euer Seekotz-Team, euer Macher. Ahoi, ciao, ciao. Sea Crowds.